Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Und zwar zum am 2. Oktober diesen Jahres erscheinenden Settlements Rising. Kleines Aufbau-Indie-Spiel. Wir dürfen es heute schon zeigen, beziehungsweise mal reingucken. Vielen Dank, liebe geht raus an die Entwickler. Dankeschön dafür. Und ich habe gerade mit dem Livestream schon mal ein Stündchen reingeguckt. Ganz normales, klassisches Aufbauspiel. Und ich zeige euch jetzt mal so wieder die ersten paar Minuten. Und dann gehen wir rein in den Spielstand von nach einer Stunde. Vorneweg gibt es zu sagen, es wurde so schön von Basti im Stream geschrieben, ist eher sowas für einen verregneten Sonntag. So sehe ich es aktuell auch. Aber ihr seht schon hier, es ist viel noch in der Mache. Und ja, in der Entwicklung. Und ich würde sagen, wir machen mal ein neues Spiel. Ich nehme mal denselben Speicherstand, den ich gerade schon hatte. Wir machen eine große Karte. Und man kann jetzt hier sagen, oder das Spiel modifizieren quasi, wenn man auf angepasst geht. Und sagen, wie viel man von Sachen haben möchte. Ich stelle die jetzt mit Absicht einfach mal ein bisschen höher, damit ich euch ein bisschen mehr zeigen kann. Und generell muss man sagen, macht Spaß. Grafik ist auch ganz cool. Aber es zieht sich halt schon sehr im Verhältnis, was die Leutchen schaffen zur Jahreszeit oder zum Jahreszeitenwechsel und wie schnell die Monate und Tage rasen. Ist schon krass. Deswegen stelle ich das jetzt auch alles mal ein bisschen höher hier, damit wir ein bisschen vorankommen. Weil, wie gesagt, es dauert doch schon alles seine Zeit. Aber ihr seht gleich mal, was man hier so alles einstellen kann. Startressourcen machen wir auch ein bisschen höher. Klima ausgewogen. Überfälle hatten wir noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell drin ist. Ratten, Feuer und sowas gibt's auch. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Was man auch sagen muss, es hat ganz, 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 ganz übertrieben wenig Ladezeit. Das ist halt schon krass. So, und dann starten wir. Und zwar, siehe da, es ist tatsächlich eine andere Map. Es ist eine andere Map, Leute. Ich habe gedacht, dadurch, dass ich denselben Speicherstand aufrufe, habe ich dieselbe Map. Aber nee, ist es nicht. Man sieht jetzt überall so ein bisschen die Sachen, die es hier so verteilt gibt. Wir brauchen natürlich Fisch. Wir brauchen Wild. Und wir brauchen so ein bisschen vielleicht Eisen und so. Aber wir brauchen auch viel Holz. hier haben wir... Die sind sogar beide nebeneinander. Golderz, Eisenerz. Da haben wir Kohle. Okay, was ich auf jeden Fall festgestellt habe, man darf nicht zu weit auseinanderbauen bei dem Game. Man sollte es schon so ein bisschen kompakt bauen. So, hier haben wir auch nochmal, aber hier ist kein Gold. Weil die Männchens, die laufen natürlich auch immer zu ihren Häusern zurück und schlafen da und essen da und so weiter. Hier ist aber auch Fisch im Dingsbums drinne. Aber der Berg ist im Weg. Vielleicht bauen wir einfach mal hier. Ich lade ja gleich eh nochmal einen fortgeschritteneren Spielstand. Also man sucht sich quasi den Startpunkt aus. Bestätigt das Ganze. Und jetzt kommen wir zu einer Besonderheit, nenne ich es mal. Man hat quasi Boostkarten, wenn man so sagen möchte. Wir haben ja einmal 50 Eisen, die wir sofort kriegen. Wir haben einmal 100 Brot, die wir sofort kriegen. Oder wir haben die Die Produktion wird erhöht um 20% von Wolle. Wir können aber auch nochmal neu würfeln. Geräucherten Fisch. Jäger sammeln 20% schneller. Oh, das ist nice. Das mit dem Jäger nehmen wir mit. So, und jetzt haben wir hier unten nämlich eine Karte. Und können die dann ausspielen auf den Jäger, den wir dann bauen. Wir sehen schon, es gibt den Fog heißt nicht Frog. Frog ist Frosch, wa? Und Fog ist Nebel. Fog of War. Das heißt, man muss die Karte erst aufdecken. Man kann aber auch einstellen, dass man das ohne möchte. Ich hatte es jetzt vergessen, den Haken zu setzen, ohne. So, und da haben wir unsere Mannequins. Und die arbeiten jetzt schon fleißig und holen Ressourcen. So. Anders wie bei anderen Aufbauspielen braucht man hier keine Holzfäller- oder Steinmetzhütten. Sondern man geht hier unten auf Ressource erhalten. Und kann dann auch sagen, ich möchte nur Bäume abbauen, nur Felsen abbauen. Die Priorität kann man einstellen oder wir können das wieder abwählen, was wir ausgewählt haben. Und dann werden wir hier gleich mal sagen, okay, wir radieren mal hier den kompletten Wald weg.
Weil wir brauchen am Anfang viel Holz. Und hier sind auch noch ein paar Steine dazwischen, die nehmen wir auch noch mit. Und dann bringen die guten Leutchens das jeweils, oder holen die Ressourcen, sammeln die und bringen die dann ins Lager, sofern wir ein Lager haben. Das müssen wir gleich noch bauen. Genau, so viel dazu. Hier wird jetzt langsam unser Stadtzentrum gebaut. Langsam trifft es ganz gut. Wie gesagt, ich habe die ganze Zeit eigentlich auf Mal 4 gespielt und bin irgendwie gefühlt nicht vorangekommen. Aber man muss auch dazu sagen, in der aktuellen Version, die ich jetzt habe, das ist die Beta, die Closed Beta, da fehlen auch noch einige Sachen. So, jetzt zeigen wir euch mal direkt, was es noch so gibt. Und zwar müssen wir erstmal Häuser bauen. Wichtig ist, dass wir am Anfang Häuser nicht zu weit weg bauen, aber auch anders wichtig ist, dass die Häuser nicht bei Industriegebieten stehen, denn die machen quasi den Grundstückswert nach unten und die Menschen kriegen schlechtere Laune. Oben links sehen wir übrigens, wie viele Menschen wir haben, die Laune der Leute, wie viel krank sind, Wahrscheinlichkeit eines Überfalls, wie viel Nahrung wir noch haben. Die 32 heißt übrigens, so viele Monate haben wir noch Essen. Genau, in der Mitte müsst ihr mal drauf achten, die Zeit, die rast leider sehr schnell, also sehr, sehr schnell. Und hier die ganz normalen Ressourcen. Genau, rechts immer so ein paar Hinweise. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal so eine kleine, guck mal, mit 30. Ach ja, guck mal, wenn ich das beim Stadtzentrum baue, die Häuser. Okay, das ist auch gut zu wissen. Ich würde ja gerne eigentlich... Ja komm, dann bauen wir mal hier direkt daneben ein paar Häuschen. Ah, da muss jetzt ein Pilz drunter leiden, ist nicht schlimm. Ach Mist, warte mal, können wir das auch wieder abreißen? Ich möchte die immer einen nach hinten versetzen. So. Jetzt wird hier fleißig, werden jetzt hier Ressourcen geholt und zur Baustelle gebracht. Und wir brauchen natürlich erstmal, was war es? Ich glaube, 5 Häuser am Anfang. Und dann bauen wir die mal hier fleißig. Die 5 Häuser. Wichtig ist tatsächlich am Anfang, so schnell wie möglich Nahrung zu bauen, habe ich festgestellt. Weil ihr seht, jetzt ist schon Mai. Aber wie schnell die Zeit da oben rast, ist halt krass. Klar, wir spulen vor auf mal 4. Aber die brauchen halt auch ewig, bis sie Ressourcen besorgt haben. Also muss ich vorspulen, sonst dauert das alles ewig und 3 Tage. Deswegen bauen wir jetzt direkt noch Nahrung. Und zwar die Fischerhütte. Fisch ist wichtig. Aber ja, das ist natürlich... Das ist natürlich schlecht, dass man hier nicht sieht, ob jetzt hier Fisch ist. Ja gut, ich baue jetzt hier erstmal eine Fischerhütte, um zu gucken. Mit ein bisschen Glück haben wir da Fisch. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber dass man das jetzt nicht sieht, ist ja verrückt. Ich glaube, 2 Fischerhütten ist am Anfang ganz gut. So. Straßen bringen leider keinen Vorteil aktuell. Zumindest die Staubstraßen nicht. Die sind dann nur Deko quasi. Und hier gibt es dann ab Level 2 noch Steinstraßen, denn man kann tatsächlich Sachen upgraden. Sehe ich, habe ich gesehen. Und da brauchen wir jetzt zum Beispiel hier das Stadtzentrum 2, um die Häuser auf Stufe 2 zu upgraden. Stadtzentrum 2 können wir allerdings nur upgraden, wenn wir bei Voraussetzungen die bestimmten Sachen gebaut haben. Eine Schule, ein Friedhof, eine Heilerhütte und so weiter. Dann dürfen wir quasi uns weiterentwickeln. So, ich baue jetzt trotzdem mal Straßen, einfach... Das finde ich schade, dass man hier nichts hinsetzen kann, weil hier geht ja der Weg runter. Einfach, weil ich das immer hübscher finde. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum hat er jetzt hier so eine Lücke gelassen? Das ist einfach zu beantworten. Man kann und soll bei Ressourcen Brunnen bauen. Und Brunnen werten irgendwie das Grundstück auf. Ich weiß auch nicht, wofür der Grundstückswert wichtig ist. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel einen Brunnen noch dazwischen setzen. Und das erhöht dann quasi den Grundstückswert der Häuser. Weil die brauchen ja natürlich auch immer Wasser. So. Okay, soweit, so gut, so gut, so weit. Wir haben noch Stein und Holz. Ja, haben wir noch. Das heißt, wir bauen direkt weiter. Und bauen einen Brennholzhersteller. Jetzt sehen wir schon einen roten Radius. Das bedeutet, wenn ich das jetzt hinstelle, werden die Hütten wieder schlechter.
und die Stimmung sinkt. Deswegen werden wir jetzt direkt bei den Leutchens befehlen. Mal hier hinten Platz zu schaffen. Dann kommt hier so ein bisschen das Industriegebiet hin. So. Und dann brauchen wir ja auf jeden Fall noch die Sammlerhütte. Guck mal bei Nahrung direkt. Ja, Nahrung ist am Anfang ein bisschen rar gesät. Da sind zwei. Nahrung ist gerade schwierig, ja. Ich frage mich halt auch, wie sollst du das jetzt aufdecken, sag mal. Hier ist jetzt ein Haus hingetüdelt. Man kann die Mitarbeiter einstellen. Man kann jetzt sagen, hier oben rechts, wie viel sollen hier drin arbeiten beim Fischer? Ich mache jetzt überall mal zwei rein. Man sieht auch anhand der Dingsbums, wie viele Arbeiter wir haben. 5 aktuell. Wenn ich da jetzt noch einen reinsetze, geht ein Arbeiter weg. Wir müssen aufpassen, ansonsten bauen die Baustellen nicht mehr weiter. Und vor allem holen auch keine Ressourcen, weil sie dann beschäftigt sind hier mit Fisch holen. So. Okay, die decken quasi auch so ein bisschen die Karte auf. So. Was steht hier noch? Lagerplatz wird benötigt. Okay, nichts einfacher als das. Wir bauen ein Lager. Lager sollte man tatsächlich immer da bauen, wo auch Produktionsgebäude sind. Deswegen bauen wir jetzt hier mal direkt ein Lager beim Fischer hin. Weil die brauchen immer ein bisschen, oder die tragen den Fisch von der Fischerhütte zum Lager und dann haben sie einfach einen kürzeren Weg. So, man kann die Baureihenfolge festlegen, wenn ich jetzt mehrere Gebäude hätte. Zum Beispiel bauen wir jetzt mal zwei Lager. Machen wir noch hier hin. Und wenn ich jetzt hier gucke, dann kann ich sagen, in dem Fall, welches Lager soll ich zuerst bauen, aber... Warte, ich zeige euch das nochmal genauer. Jetzt ist nämlich schon Winter, also die Zeit, die rast hier, das ist der Wahnsinn. So, warte mal, Jägerhütte haben wir. Aber lass uns erstmal den Sammler bauen. Wie gesagt, am besten nicht zu weit weg hier vom ganzen Geschehen. Ihr seht den gestrichelten Rahmen. Bis dahin kann man das Sammlungsgebiet verschieben. Man kann den inneren Rahmen, das ist da, wo er sammelt, und den kann man nochmal verschieben bis zum gestrichelten äußeren Rahmen. Wir stellen jetzt mal die Fischerhütte hier. Komm mal direkt neben den Wagen. So. Ach, die Fischer, sage ich schon, die Sammlerhütte. Aber jetzt im Winter sammelt er halt natürlich nichts, ist klar. So, nach und nach schalten wir auch noch die anderen Sachen hier frei. Man sieht immer die Voraussetzungen, die man dafür braucht. Ackerboden zum Beispiel braucht man einen Kompostplatz und eine Mindestbevölkerung von 30. So, was müssen wir als nächstes bauen? Brennholz-Typi, den haben wir... Haben wir den schon gebaut eigentlich? Ne, hatten wir noch nicht. Den Brennholz-Typi, den haue ich mit hier runter. Ja, den packen wir dahin. Und zu dem Brennholz-Typi bauen wir auch direkt gleich die Försterhütte. Vielleicht ein bisschen Platz lassen. So. Wie gesagt, Straßen sind eigentlich useless, aber ich ziehe mir die eigentlich immer gerne mal. Ich habe das Gefühl, die sind aber aktuell nur Deko. Das Problem ist, wenn du die jetzt hier so ziehen lässt zum Beispiel, dann nimmst du auch jedes Mal jemanden wieder Arbeit weg, weil es kommt jetzt jemand, der die Straße buddelt. Dann haben wir wieder einen weniger, der zum Beispiel Holz oder Stein holt. Aber egal. So, jetzt wird hier fleißig geackert. Das Lager wird befüllt. Und hier haben wir so eine kleine Siedlung schon mal. Genau, so weit, so gut. So baut man sich jetzt quasi lang hin. Zwecks Jäger ist natürlich jetzt schwierig zu setzen, wenn wir hier noch nicht sehen, wo was ist. Aber ich frage mich gerade, wie sollst du das jetzt aufdecken? Mir würde jetzt nur spontan eine Schlaufuchs-Idee einfallen, indem ich hier oben eine Straße baue. Ein Punkt quasi. Und dann geht der Typ dahin und sammelt da. Oder buddelt da. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie ich das aufdecken soll. Genau, ich zeige euch mal noch, was es für Gebäude gibt. Also hier haben wir die ganzen Ressourcengebäude. Da schaltet man dann noch Sachen frei. Wir haben jetzt die Försterhütte gebaut. Die Bergmannshütte baut man, um zum Beispiel große Steine abzubauen. Oder halt auch Eisen und so weiter. Dann gibt es noch eine Schmiedeschmelze. Eine Holzköhlerei und ein Sägewerk. Ja, guck mal, jetzt geht er da zum Beispiel die Straße machen. Ich weiß nicht, ob ich jemanden anklicken kann und sagen kann.
Ah ja, guck mal. Ey, das geht wirklich. Guter Hinweis. Okay, dann könnten wir den quasi jetzt befehlen. Hier, lauf mal rum und deck mal die Karte auf. Ich gebe euch den Tipp, deckt von Anfang an die Karte auf bei Einstellung. Das ist ja richtig nervig. Halt, die Straße kann weg. Naja. Schwierig. Müsstest du so die Karte aufdecken. Naja, und so baut man jetzt quasi nach und nach die ganzen Gebäude. Achtet darauf, dass Essen reicht. Jetzt braucht man gleich noch einen Heiler, weil im Winter werden die Leute krank. Und ihr habt, wie gesagt, hier so eine Boost-Karten, Verbesserungskarten. Und die können wir dann anwenden, zum Beispiel auf den nächsten Jäger, den wir jetzt bauen werden. Genau, soweit so gut. Den Forsttyp können wir zum Beispiel einstellen, dass er, welchen Modus er machen soll. Zum Beispiel nur Erntemodus, nur Anpflanzmodus. Und damit er überhaupt anpflanzt, will er jetzt Dünger haben. Also als nächstes brauchen wir den Düngermann. So. Zieht sich am Anfang ganz schön, sage ich euch so, wie es ist. Aber die Zeit geht auch schnell rum. Also wir haben gerade dort gedaddelt und ich dachte mir so, was, okay. Zack, eine Stunde rum. War schon krass. So, wir laden das Ganze jetzt mal. Jetzt muss ich nur gucken. Speicherstand, wo sehen wir denn? Spielzeit, genau, hier. Eine Stunde und 10 Minuten angeblich. Laden das Ganze und dann seht ihr mal meinen ersten Run. Ist halt ein bisschen jetzt noch ein Müh weiter. So, und zwar hatte ich dann hier den Bauspot, nenne ich es mal. Ich spule wieder vor. Hier haben wir so eine kleine Siedlung. Hier haben wir schon einen Acker gebaut. Der gibt mega viel Getreide. Das sind so 6 Ackerfelder nebeneinander. Gibt mega viele, mega viel Essen auf jeden Fall. Getreide, seht ihr da unten? So, und jetzt habe ich hier schon alles abgeholzt. Da müssen wir mal gucken, dass wir den Sammler sagen. Ja gut, der sammelt jetzt hier. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Und wie sieht's mit dem Jäger aus? Sollen wir mal verschieben das Gebiet. Warte, wo war das? Da. Ja, hier, da haben wir doch beide dann drin. So. Okay, der Jäger, der Förster. Der pflanzt fleißig an. Hier wird der Dung gemacht. Ich muss sagen, ich finde die Grafik ganz schön. Und die Melodie ist auch ganz nice. Es ist halt wirklich was, das fand ich sehr gut, den Vergleich, Basti. Kannst du dir auf die Schulter klopfen? Für einen verregneten Sonntag. Da kann man da gerne mal reingucken, ein bisschen rumbauen, weil ich glaube, so viel Content hat es jetzt tatsächlich noch nicht. Gibt jetzt hier noch ein Schatzhaus und Erdkeller und so weiter. Haben wir ja gerade schon mal durchgeguckt. Ein bisschen Dienstleistungssachen wie Schule gibt es noch oder ein Schiffwerft und Dekosachen. Deko-Sachen, aber auch nur so ein Park. Und dann gibt es noch Verteidigung. Aber aktuell brauche ich das noch nicht. Guck mal, eine Kaserne kannst du noch bauen. Aber aktuell haben wir ja auch Wahrscheinlichkeit des Überfalls 0. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn es einen Überfall gibt. Ob dann NPCs kommen. I don't know. Aber jetzt seht ihr mal hier so ein bisschen schon Mühe weiter. Hier hinten haben wir noch eine Schmiede. Und eine Schmelze und eine Schmiede. Aber die machen gerade nichts, weil ich habe gedacht, der holt jetzt hier Eisenerz. Aber der holt eher Stein, der Sausack. Ah ja, cool, da muss ich das so anklicken quasi. Dann holt er Eisen. Ah ja. So müsste das dann funktionieren, dass der Klaus jetzt quasi das Eisen holt. Okay, der holt es nur ab. Wo bleibt denn Klausi? Klausi ist nach Hause gegangen. Was ich witzig finde, du siehst dann auch, 61 Meter hat das bis nach Hause. So. Ach, hier holt er Eisen. Guck mal, hier ist noch Eisen auf der anderen Seite. Klausi war schlau. Der hat gleich am nächsten Tag, ist er von zu Hause aus direkt zur Eisenstelle und nicht erst auf Arbeit. Finde ich gut, Klausi. Mir gefällt dein Denken. So, wie gesagt, hier haben wir dann, sieht aus wie Mini-Pilze, kann das sein? Da holen die quasi gerade Getreide. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt einen Dock gebaut. Und ich darf zum Beispiel keine Viehstation bauen, bevor ich nicht einen
Vieh gekauft habe. Jetzt ist die Frage, wie kann ich denn Vieh kaufen? Hier nicht. Tatsächlich, hier gibt es kein Vieh. Okay. Weil hier steht... Es wurde noch kein Vieh gekauft. Hm. Was ich gut finde, aber die produzieren zum Beispiel auch Dünger. Wahrscheinlich, es kann sein. Wartet mal. Wo war das jetzt? Dienstleistung. Dass ich das vielleicht erst mit dem Marktplatz kaufen kann. Erfordert Level 2 meiner Hauptdingsbums. Ja, ihr seht, ab hier, mal weiter habe ich auch nicht gespielt. Das heißt, wir müssen das jetzt updaten und dazu brauchen wir noch eine Schule und einen Friedhof. Und 100 Leute. Ach du Scheiße, okay, das dauert ein bisschen. Aber einen Friedhof können wir bauen. Aha, Friedhof bedeutet was Schlechtes bei denen. Gut. Dann bauen wir den Friedhof einfach mal hier. Hier unten hin. Ja. 3 Kranke haben wir. Aber wir haben eine Kräuterhütte. Da werden die quasi geheilt. Man sieht auch immer tatsächlich, wer da krank ist und wer sich behandeln lässt und so. Okay, das heißt, wir müssen ja viel mehr Leute rekrutieren. Das ist ja crazy. Aktuell haben wir eine Bevölkerung von 47. Zeig's mal kurz. Von 47 und 48 Betten haben wir. 3 Babys, 7 Kinder. Okay. Dann würde ich sagen, brauchen wir noch ein paar Häuser. Auf jeden Fall. So. 5 Leute möchten kommen. Naja. Da gibt es wieder neue Karten. Erhöht die Pilzsammelrate in dem Gebäude. Sammlerhütte. Erhöht die Produktion von Eier im Viehhof. Erhöht die Lerngeschwindigkeit der zugewiesenen Schule. Das ist nice, weil das ist ja auf Dauer. Ah ne, 5 Jahre lang. Pilze im Sommer. Wir nehmen trotzdem die Schule, das finde ich gut. So, wir brauchen wieder Häuser. Ja, wir reißen da jetzt ein paar Kräuter und so weg, aber was soll ich machen? So. Wie gesagt, Straßen sind eigentlich useless, aber braucht die immer für irgendwie für meinen inneren Monk. So, vielleicht bauen wir... Ich baue jetzt gerade ein bisschen viel Straßen. Ah, hier geht es jetzt schon ins Rote. Okay, da sollten wir dann keine Häuser bauen. Aber wir verbinden das hier mal. Hallo Drachenlanze, willkommen im Stream. So, haben wir jetzt hier unseren Friedhof? Nee, uns fehlen Steine. Wir haben keine Steine mehr. Wie, das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Machen wir nur Steine. Was ist das denn? Kauft. Ach hier, das ist ein... Ach, hier kommt ein Händler zum Dings. Okay, das finde ich witzig. Nutztiere hat der Schafe dabei. Guck mal. Aber ich habe kein Geld. Und Karl hat einfach schon 130. Das heißt, ich könnte jetzt Sachen verkaufen oder was? Okay, wir haben wahrscheinlich nichts drauf. Wir haben Brennholz zum Beispiel. Warum kann ich kein Brennholz? Der Händler kauft bis zur Brennhalle. Aber ich kann nichts handeln. Da steht auch überall Null. Oh, hier sind Ratten, guck mal. Oh, offenes Lager. In letzter Zeit haben Ratten das Getreide und das Mehl befallen. Okay.
Brauchen wir jetzt noch einen Rattenfänger oder was? Ich kann mit dem gerade nicht handeln, weil da 0 steht. Ich weiß halt nicht, ob man hier irgendwie Ressourcentransfer. Ach ja, guck mal. Jetzt muss ich sagen, bringt mal immer zum Beispiel 100 Brennholz. So kann ich mir das vorstellen. Genau, das sollen sie jetzt dahin bringen. Aber dann wird der Händler natürlich weg sein. Dann machen wir beim nächsten dann. Aber da müsste jetzt ja jemand dann 100 Holz hier hinbringen, oder was? Gehe ich zumindest davon aus. So, ich finde es schön, dass sie die Straßen einfach priorisieren. Die bauen erst die Straßen, bevor sie alles andere bauen oder um sich um andere Sachen kümmern. So. Wir haben jetzt schon sogar 4 Eisen. Guck mal, aber ich glaube, Eisen brauchen wir aktuell noch nicht. So, wir haben 3 Karten. Was haben wir denn? Erhöht die Produktion von Fleisch auf dem Viehhof? Viehhof haben wir aber nicht. Ach, guck mal hier. Den stimmt. Erhöht den Betrag aller Felder um 15. Wäre natürlich blöd. Wobei Mai geht noch, wa? Nice. Haben wir die Karte eingesetzt. Sehen wir die Karte auch irgendwo? Ja, hier. Ah ja. Und so kann man dann Boost-Karten einsetzen. Verstehe. Na gut, die Leute. Ich würde sagen, ihr habt jetzt erstmal so einen kleinen Eindruck erhalten. Ich weiß nicht, warum die den Friedhof gerade nicht bauen, die kleinen miesen, miese Peter. Jetzt baut er den, guck mal. Der müsste doch jetzt eigentlich die Schule freischalten, oder was? Neuer Händler ist da. Haben wir jetzt hier schon Holz? Ja, haben wir. Und jetzt können wir mit dem Holz handeln. Guck mal. 100 Stück. Verkaufen. Hat mir 10 Taler gebracht. Mit einem guten Hugo. Aber ich... Guck mal, 10 Taler und eine Kuh kostet einfach 32. Ach du Scheiße. Ja, das dauert ein bisschen. Da musst du ein paar Sachen verkaufen. So, haben wir denn jetzt die Schule quasi freigeschalten, oder was? Tatsächlich. Schule. Ein Gebäude, in dem du Kinder im schulfähigen Alter bilden kannst. Gebildete Erwachsene arbeiten effizienter und verursachen weniger Probleme. Die Menge an Bildung, die Kinder erhalten können, hängt von ihren Lehrern ab, der Zeit verbringt. Aha. Krass, jetzt kannst du diese Schule bauen und dann lernen die und sind krasser. Okay. Not bad, not bad. Finde ich gut. Also es hat schon echt coole Ansätze. Es müsste noch mehr ausgereift werden, weil aktuell ist der Content, den das Spiel bietet, noch sehr rar. Muss man einfach so dazu sagen. Aber wiederum, ich glaube, mit aktuellem Content, um alles auszubauen, inklusive Verteidigung, braucht man trotzdem, aufgrund der Länge, die das Spiel am Anfang braucht, brauchst du schon trotzdem deine 10 Stunden, glaube ich. Und dafür ist es nicht schlecht. Ist halt ein kleines Indie-Game. Na gut. Ihr habt jetzt mal einen kleinen Eindruck in unsere schöne kleine, in unser schönes kleines Dorf erhalten und ins Spiel. Schreibt gerne mal, wie ihr das Spiel findet, ob ihr es spielen würdet. Kommt, wie gesagt, am 2. Oktober raus. Und wenn ihr Bock habt, schaut mal auf Steam vorbei und haut euch auf die Wishlist oder sonstiges. In diesem Sinne, Däumchen nicht vergessen. Wer es noch nicht getan hat, gerne noch ein Abo dalassen und dann sehen wir uns zum nächsten Angezockt. Bis dahin, macht's gut, euer Chris. Tschüss.